Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge zu Let's Play Pokémon die Smaragd Edition. Ja, ich bin ja letztes Mal hier wunderschön in Metaverse City angekommen und bin jetzt dabei, hier in die Arena von Metaverse City zu gehen. Und zwar bei der Leiterin Felicia, die Gesteinsliebhaberin, ne? Genau, gehen wir mal rein und fordern sie heraus. Das habe ich euch doch letztes Mal versprochen. Genau, Pokémon Arena von Metaverse City. Hi, wie geht's? Hör zu, mein Freund, würdest du gerne Champ werden? Mein Freund, ich bin nicht dein Freund, geh weg. Ich bin kein Trainer, ich nicht, aber ich kann dir trotzdem einen nützlichen Rat geben. Also abgemacht, wir werden zusammen nach der Pokémon-Meisterschaft streben. Als Trainer musst du die Orden der Arenen sammeln, habe ich recht. Aber die Arena-Leiter sind nicht gerade einfach zu besiegen. Und hier komme ich ins Spiel, ich werde dir einen Expertentipp geben. Felicia, die Arena-Leiterin, setzt Gesteins-Pokémon ein. Ein Gestein-Pokémon ist sehr zäh, hat aber gegen Wasser- und Pflanzenattacken keine Chance. Komm wieder vorbei, wenn du die Arena-Leiterin besiegt hast. Nun zeig, was du drauf hast. Das werde ich. Und du bist der erste Heini, den ich besiegen werde. Und er schätze die Trainer einer Arena nicht. Ich zeige dir, warum wir die Besten sind. Dann zeig mal her. Ich bin so gespannt. Von Teenager Gusten. Wenn ich den Ring richtig ausgesprochen habe. Und er setzt ein Kleinstein ein. Und wir haben ja letztes Mal unser knuffiges Hydropie zu einem megamäßigen Morabel weiterentwickelt. Und damit bashen wir sie alle. Ein Volltreffer. Es ist sehr effektiv. Ja, auch ohne Volltreffer wäre es sehr effektiv. Und der Tod für Kleinstein. Und somit besiegen wir Gersten. Du warst viel zu gut für mich. Jupp. Ja, wir können den hier... Doppelkampf. Sehe ich das richtig? Doppelkampf? Wenn du mich nicht besiegen kannst, hast du keine Chance gegen Felicia. Genau, ein Doppelkampf. Wir sind hier mitten in einer Stadt, ne? Und? Meine Gestein-Pokémon müssen sich einfach austoben. Komm, immer her damit, immer her damit. Wie ein Boxer und dann kommt der Uppercut. Das wird euch ausnocken. Und zweimal Kleinstein. Ja, das kriegen wir hin. Morabel und Pfiffchen. Stimmt, Pfiffchen haben wir auch noch. Ja, wir können auch mal Lebensschuss einsetzen und machen wir mal Sandwirbel hier auf das andere Kleinstein. Und der Lebensschuss ist sehr effektiv. Ist ja eine Bodenattacke gegen Gesteinstypen, wie ein Wunder wirkt es. Ja, setzt du nur noch einen Kleinstein ein, das macht mir gar nichts. Wir setzen erstmal Sandwirbel auf das andere Kleinstein ein, dass das mal schön daneben haut. Oder du machst Lebensschuler, das ist auch gut. Wir haben eh keine Elektroattacken, die wir hätten einsetzen können. Dann nochmal Lebensschuss und nochmal Sandwirbel. Morabel macht sie alle klein. Das ist sehr effektiv. Ja, und da setzen wir gleich nochmal Sandwirbel ein. Jetzt kannst du ruhig tackeln, ich glaube nicht, dass du triffst. Oh, verdammt, trifft doch. Ja, dann machen wir jetzt mal Aquaknarre, eine kleine Dusche und ja, machen wir mal Jauler. Ich weiß nicht, was ich sonst einsetzen soll. Und ja, setzt du noch einen Kleinstein ein, du setzt noch einen Kleinstein ein, aber auch das ist kein Problem für uns. Ja, Angriff von Pfiffchen steigt, das ist jetzt auch egal, was du jetzt machst. Weil wir jetzt den Kampf nämlich gewonnen haben. Vier Kleinsteins, vier totale K.O.s. Ein Volltreffer. Sehr schön. Und wir reichen gleich mal 17, das ist ja sehr schön. Wow, du hast wirklich Talent. Ich weiß. Mann, 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 unser Herausforderer ist aber ein lebhaftes Wesen. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Und jetzt heißt es die Trainerleiterin, genau. Nein, die Arena-Leiterin. Das machen wir aber im nächsten Video. Ne, nein, Spaß. Hallo, ich bin Felicia, die Leiterin der Arena von Metaverse City. Ich wurde Arena-Leiterin, um mein Wissen, das ich in der Pokémon-Trainerschule erworben habe, umzusetzen. Würdest du mir bitte zeigen, wie du kämpfst mit welchen Pokémon? Und da geht's los, die Arena-Leiter-Musik. Glaube ich zumindest. Naja. Die hat Kleinstein. Oh, ich weiß gar nicht mal, was die alles hatte. Das ist schon zu lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe.
Auf jeden Fall nichts, wo mein Morabel irgendwie Probleme bekommen könnte. Ich glaube, die hat... Nee, Cognod... Nein, Moment, Cognodon ist, glaube ich, erst dritte Generation, ne? Also, Sinnoh-Pokémon. Was hat sie ja noch einen kleinen Stern? Ich glaube, dann hatte sie ein, nein, ich will nicht wechseln. Georock, oder? Oder ein Onix. Eins von den beiden. Ich weiß es aber nicht mehr. Rocco in, Johto. Nee, Kanto hier drin. Kanto, ne? Kanto. Ja, doch, Kanto. Ich glaube, es war Kanto. Auf jeden Fall in der ersten, Ausgabe, ne, weil wo halt eben Rocco der erste Arena war, der hatte Onix. Mal schauen, was du hier bringst, Felicia. Oh, Nasgate! Stimmt, da war ja noch was. Und ich glaube, das ist ein bisschen heikler, das Nasgate. Das tanzt erstmal so schon rum. Und wir gucken mal ganz kurz nach bei Morabel, welche Attacke denn stärker ist. Die Aquaklare mit 40 oder der Lehmschuss mit 55? Okay, der Lehmschuss ist effektiver. Dann müssen wir den Nasgate mal zeigen, was ein richtiger Lehmschuss bedeutet. Ja, genau. Hälfte der KP. Und Initiative senken, das ist sehr schön. Und Härtler, das bringt, klar. Obwohl, Bodenattacken dürften eigentlich Normalattacken sein. Also keine Spezial... Oh nein, genau, das habe ich befürchtet. Das ist jetzt die Zitrobeere. Oder eine Silbeere. Und das sind bei dir 10 KP. Oh, bitte, Volltreffer. Komm schon, Volltreffer. Volltreffer, vergiss es. Genau, jetzt kommen so hässliche Attacken. Kann ich nicht fliehen? Okay, das bringt... Genau, jetzt kommt der Trank, der füllt gleich mal 20 KP auf. Ja, warum auch nicht? Du weißt schon, dass ich jetzt zweimal hintereinander angreifen darf. Oh, wie viel Tränke hast du denn? Gott, der nervt. Das wird lustig später bei den Top 4. Komm, jetzt beenden wir das. Nervt mich. Und tschüss, Nasgmeet. Das war's mit dir. Und 300 Erfahrungspunkte. Level 18. Und ich würde mich nicht wundern, wenn wir nochmal aufsteigen. Oder auch nicht. Habe ich mich ein bisschen übernommen. Es scheint, ich muss noch eine ganze Menge lernen. Ich habe verloren. Ich verstehe schon. Die Regeln der Pokémon-Liga schreiben vor, dass Trainer, die eine Arena der besiegt haben, dieses erhalten. Bitte nehmen wir den offiziellen Pokémon-Liga Steinorden an. Und gleich mal 1500 Poker. Yo, den Steinorden. Wow, wir haben es geschafft, wir sind voll awesome. Ja, er hört die Kraft der Attacken mit deiner Pokémon. Außerdem sind sie nur in der Lage, die vom Zerschneider auch außerhalb eines Kampfes anzusetzen. Apropos vor allem Zerschneider. Die haben wir noch gar kein Pokémon beigebracht. Dies möchte ich dir auch noch geben. Dürfte das Felswurf sein oder sowas? Felsgrab, ah ja genau. Es richtet nicht nur durch das Fallen von Steinen Schaden an, sondern reduziert auch die Initiative, sobald eine TM. Ja, ja, klar. Aber so stark ist die, glaube ich, gar nicht. Die hat nur 40 irgendwie. Ich meine. Wir gucken aber mal nach. Felsgrab. Ja, ich weiß, Morabel kann sie ja lernen. Ja. Und Felsgrab hat 50, aber nur eine Genauigkeit von 80. Und das ist nicht so toll. Nein, ich will es ja nicht erlernen. Weg, weg. Nein. Ja, tschüss. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich noch extra ein Pokémon herholen soll, das Zerschneider lernen kann, oder ob ich es einfach mal mein Morabel gehe. Ich glaube, ich hole noch ein Pokémon her, weil Morabel möchte ich schon, dass es starke Attacken hat. Geh weg, aus dem Weg! Wow, Team Aqua. Warte, warte, doch, bitte. Du kannst doch nicht einfach meine Waren stehlen. Bist du aus dem Supermarkt ausgebrochen oder was? Meine Waren! Hast du irgendwelche Drogen verkauft oder was? So, erstmal heilen, ne? Das ist die Standardprozedur. Ja. Bing, 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 bong, bang. Jo, meine Pokémon sind wieder topfit, ist doch klar. Hey du! Mein Pokémon hat ein naives Wesen. Und das meines Freundes ein fröhliches. Es ist faszinierend, dass Pokémon unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Voll geil. Ja, wir machen jemandes PC, weil wir noch nicht wissen, wer dieser jemand ist. Und Zickzacks, das kann natürlich erlernen, hier Zerschneider. Weil Zickzacks ist so ein kleines Alles, so ein kleiner Alleskönner. Ist fast wie Mew. Also Zickzacks ist so ein Moment. Genau, Flurmel, was machst du denn hier? Flurmel, mit dir. Denk mir schon, seit wann habe ich vier Pokémon im Team?
es waren doch bisher immer nur 3. Nein, gucken wir mal kurz bei PC von Sakura. Wir haben keine Items. Ja, gut, okay. Ah ja, das Problem hierbei ist jetzt, wir haben keinen unendlichen Beutel, sondern wir müssen tatsächlich das wieder auf dem PC lagern. Das ist ein bisschen umständlich, aber was soll man machen? Jo, vor allem den Hetzer Schneider einem Pokémon beibringen, genau, und Zickzacks. Komm her. Morabel kann es immer noch nicht. Gut, dass wir Zickzacks haben. Also merken Leute, wenn ihr Pokémon spielt, immer Zickzacks fangen. Das ist ein übelster VM-Schlucker. Der kann echt jede VM schlucken. So, ja. Dann bist du ja mal da oben hingerannt. Lass mal gucken, wo du hingekommen bist. Hey du, hast du ihn gesehen? Hm? Ein verschlagen wirkender Mann? Wenn ich so drüber nachdenke, fällt mir ein, dass ich einen zwielichtigen Typen hier eben hier an der Ecke gesehen habe. Danke! An der Ecke hier. Dann schauen wir mal hier an der Ecke. Nein, anscheinend die falsche Ecke. Ah, du hier, hey! Oh, du bist das. Du bist dieser großartige Trainer, der mir im Blütenburgwald geholfen hat. Hilf mir! Team Aqua hat mich ausgeraubt. Ich muss die Devon-Waren zurückbekommen. Wenn ich sie nicht bekomme, dann habe ich ein riesiges Problem. Ja. Und ich habe keinen Bock auf wilde Pokémon. Deshalb haben wir ja letztes Mal so einen super tollen Schutz gefunden. Den setzen wir mal ein. Yay, wir sind voll geschützt. So, alter Mann. Oh, was mache ich nur? Pico und ich waren auf einem Spaziergang und da kam so ein Schlägertyp. Der Schurke hat mir meinen Liebling Pico geklaut. Oh, Pico! Wir holen dir Pico, dein Schwalbin. Wollte ich schon sagen. Nein, natürlich, Wingerl. Halt, ich will vorher das Item haben. Ein Pokéball. Genau, und da wartet es schon, Wingerl und der Aquatyp. Was? Du willst gegen uns antreten? Na dann hol dir eine Tracht Prügel. Komm her. Grr, man soll sie alle Kiel holen. Das als Geisel genommene Pokémon hat sich als völlig wertlos erwiesen. Und dafür habe ich nun eine Flucht weg in diesen Tunnel nach nirgendwo gegraben. Hey du, forderst du mich etwa raus? Aber sicher! Team Aqua macht dich auf was gefasst. Wir werden dich vernüchtern. Ja. Und ein Pfiffchen ist nicht schwer zu besiegen. Los, Morabel, und wir sollten mal wieder wechseln, weil Morabel ist voll im Vorteil. ja, Aqua klar. Also nicht im Vorteil im Sinne von Pfiffchen im Vorteil, sondern mehr so im Vorteil am Level, also wir sollten mal die anderen auch mal wieder zu Level kommen lassen. Ja, und so läuft eine vielversprechende kriminelle Karriere in eine Sackgasse. Das war vielversprechend für dich, ja. Das ist einfach nicht fair. Der Boss hat doch gesagt, der Job sei ein wahres Kinderspiel. Alles, was sie zu tun hatte, war, ein Paket von Devon zu stehlen. Tja, wenn du es so dringend wieder haben willst, dann nimm es halt. Devon Waren erhalten. Hey! Hey, ich hab dein Pico gerettet! Pico! Ich bin froh, dass du unversehrt wieder bei mir bist. Pico verdankt dir ihr Leben. Man nennt mich Mr. Bragg und du bist... Ah, du bist also Sakura. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn du ein Problem hast, zögere nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ich wohne in einem kleinen Haus am Meer in der Nähe des Blütenburgwalds. Komm, Pico, wir sollten uns auf den Heimweg machen. So, jetzt geht's ja hier rechts nicht weiter, genau. Man braucht die Zertrümmerer und der Schutz wirkt nicht mehr. Und jetzt werden wir von Flurmels heimgesucht. Wenn wir nicht schnell die Höhle verlassen. Da drin ist tatsächlich Flurmel das einzige Pokémon, was uns nervt. Da ist noch kein Zubat oder so. Und hey du! Dieser dämliche Idiot aus dem Tunnel ist aus dem Tunnel abgehauen. Ich kann weitergraben. Kannst du? Lass mal hier vorbeischauen. Was ist denn hier los? Hey du! Und um ohne diesen Tunnel nach Wiesenfurt zu kommen, muss man das Meer bei Forsthafen überqueren, nach Grafenport segeln und durch Malvenfurt City reisen. Danke für den Tipp. Der Metaflor-Tunnel. Zunächst hatten wir ein großes Team, das mit schweren Maschinen durch den Felsen brechen sollte. Dann mussten wir die Arbeit stoppen. Es stellte sich raus, dass sich unsere Arbeit negativ auf die wilden Pokémon dieser Gegend auswirkte. Und daher haben wir nun nichts mehr zu tun, außer hier faul herumzuhängen. Meine Fresse, so eine Verschwendung. Das ist ein Mann! Der sich ganz alleine seinen Weg nach Wiesenflur gräbt. Er versucht verzweifelt durchzukommen. Er sagt, wenn er Schritt für Schritt ohne laute Maschinen gräbt, werden die Pokémon nicht gestört und ihr natürlicher Lebensraum bleibt erhalten. Das ist schön. So, und durch unsere coole neue Attacke können wir jetzt auch das hier. Ja, zickzack, setzt der Schneider ein. Und schnips und weg. So, und jetzt sollten wir mal,
Moment, hier, die Taste. Ich habe die Taste gerade nicht gefunden. Wir tauschen mal mit Schwalbini. Lass mal Schwalbini und Pfiffchen kämpfen. Den Doppelkampf vor allem hier. Komm her. Damit du es nur weißt, ich bin noch nie von irgendjemandem irgendwo in irgendwas geschlagen worden. So eine absolute Queen, hä? Schau dir das hier hinreißende Fell meiner Pokémon an. Und du wirst dich vor Bewunderung kampflos ergeben. Ja, warte erstmal ab. Erstmal abwarten. Wenn du jetzt mit so einem Zickzack kommst, dann bin ich schwer enttäuscht. Oh nein, die beiden Schnösel. Lady und Schnösel. Der Klaus, Leersa, Karo, was? Lotutzel, ach so, Lotutzel. Und ja, ich wusste, Zickzack, du. Eine schwere Enttäuschung. Aber die sind ja leicht zu besiegen. Schnabel auf Lotutzel, wirkt wahre Wunder. Das war's mit Lotutzel. Lotutzel, Turzel. Und ja. Wir erhalten massig Erfahrungspunkte und jetzt kommt noch ein Zickzack. Jetzt kämpfen wir gegen zwei Zickzacks. Ja, ist das nicht schön? Muss der Teufel einsetzen? Ja. Machen wir einen Ruckzuck hier und Tackle hier, besiegen wir mal das eine erstmal. Oder zumindest schwächen es. Oh, die hören nicht mal auf mit Heuler. Das nervt. Das nervt. Das nervt. Warum, wenn du mit deinem Schwanz wedelst, senkt es unsere Verteidigung? Wie kann das sein? Nee, egal. Dann Schnabel und Tackle. Komm schon, das muss reichen. Das muss reichen. Das reicht. Super. Und Schwalbini reicht Level 12. Und auch Pfiffchen erreicht Level 12. Ist doch wunderbar. Das läuft ja großartig hier. Ja, nochmal roten Schlag kommen. Ist mir zwischt, hau rein. Mein Gott, wie du mir auf den... auf die vier Buchstaben gehst. Und ich mein's nicht die vier Buchstaben. Jetzt muss man langsam aufpassen, weil jetzt, wenn der gekonnten Tackle reinsetzt, dann zieht das ziemlich viel. Die Verteilung ist mich ziemlich weit nach unten. Ich mache Energiefokus und Sand Tackle. Top-Genesung! Glaubst du ja nicht. Das glaubst du ja nicht, das glaubst du nicht. Ja, genau. Und jetzt? Wie viel zieht er auf? So schaust du aus. Ein Volltreffer. Super. Jetzt nochmal. Oh, ein Pfiffchen. Pfiffchen gegen Pfiffchen. Pfiffchen könnte schon etwas größere Probleme bereiten. Mein Pfiffchen ziemlich... ja. Ziemlich nur noch Tackle einsetzen wird. Ja, und das... Verdammte Scheiße. Oh meine Güte. Also das nenne ich einen Volltreffer. Aber einen richtigen Volltreffer. Du meine Güte. Das ist eine völlig neue Erfahrung für mich. Ja. Oh, sag, dass das nicht wahr ist. Doch ist es. Und die geben mächtig Cash. Nein, 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 nein. Du hast das Fell meiner Pokémon gegen den Strich gebürstet. Und meine Frisur hast du auch durcheinander gebracht. Jetzt muss ich meinen Stylisten aufsuchen. Du bist ein Kacknoob, weißt du das? Okay, bevor wir uns in den nächsten Doppelkampf stürzen, erstmal Sinelbeere. Wo bist du? Hier. Nein, nicht prüfen. Prüfen ist mir wurscht. Okay. So, und dann zwei Sinelbeeren für... Na, pff, wieso drücke ich... Wieso immer prüfen? Geh weg. Ja, ich hätte auch einen Trank nehmen können, aber... Oh, ich bin immer zu schnell mit der A-Taste. Gut, das sollte reichen. Und der nächste Doppelkampf gegen die beiden... Oh, Geschwister dachte ich schon, aber ich glaube, es ist ein Kerl. Wir lernen alle möglichen Sachen in der Trainerschule. Ich will einiges jetzt mal ausprobieren. Dann probier mal. Ich bringe dir bei, wie stark mein geliebtes Pokémon ist. Dann mach das mal. Ich bin gespannt. Genau, der Schuljunge und die Göre. Schulkind Orlando und Göre Ricarda möchten kämpfen. Aber geile Namen haben sie sich ausgedacht. Traslau! Und Meryl! Meryl, Meryl! Oh man, wenn Pfiffchen jetzt bis könnte, ey, das wär's.
Aber wir machen zusammen Meryl platt, weil Meryl ist ein bisschen dicker in der Verteidigung. Oh yeah, ein Volltreffer. Oh nein! Okay. Immer auf mein armes Schwalbini gehen. Ist gut. Ja, ich kann auch mein eigenes Schwalbini angreifen, ne? Nur mal so zur Info. Tschüss, Meryl. Meryl, Meryl. Und jetzt Tackle auf Trassler. Trassler hat jetzt nicht so die hohe Verteidigung. Ja, aber es denkt uns an Angriff. Das ist gar nicht mal so blöd. Oh, Moment, das war's jetzt, oder? Ja, der magische Pixel, aber auch das hält uns nicht auf. Und ich glaube, das war's, oder? Oder kommt da noch was? Nee, da kommt gar nichts mehr. Das war's. Ich habe in der Schule nichts aufgepasst. Nicht aufgepasst, da habe ich verloren. Ja, das ist wohl wahr. Du bist mir haushoch überlegen. Jo. Da kann ich nur zustimmen. Und ja, wir hätten da auch ausweichen können. Also ist jetzt nicht so das Ding. Aber wir werden uns jetzt hier mit dem Zerschneider durchschneiden. Die Bären uns einsammeln und vor allem dieses Item da unten. Das ist ein Äther. Na ja, kann man mal gebrauchen. Das dürfte ein Maronbeere. Ich wollte schon Sinelbeere sagen, aber nein, das sind ja Maronbeeren. Stimmt. Sinelbeeren sind blauer, bläulicher. So, Maronbeere, komm her. Gott, was macht die Maronbeere nochmal? Vergiftung? Nein, das war Pirsichbeere. Verbrennung? Keine Ahnung, ich schau gleich nach. Und drei Sananabeeren. Sananabeeren. Komm her, nochmal drei. Oh, wir werden uns später Riegel machen, das wird der Wahnsinn. Sananabären machen Pokémon-Riegel, genau. Aber Maronbären schlafen das Pokémon, genau. Und Amarena war Paralyse, ne? Ne, es weckt auf. Das war Paralyse. Doch, doch, Amarena-Bär, natürlich. Und Maron war Schlaf, genau. HP erfüllen vor Vergiftung, Persif, sonst sie einfach KP erfüllen, genau. Gab's noch was gegen Brand, aber das weiß ich jetzt nicht mehr. So, hey du, ich hab deine Devon-Ware. Oh, und? Wie sieht es aus? Die Idee von Waren? Ja, hier hast du sie. Du hast es geschafft. Du hast sie zurückbekommen. Du bist wirklich ein großer Trainer. Ich weiß, ich werde dir zum Dank einen weiteren Superball schenken. Danke, den habe ich jetzt gebraucht. Bitte entschuldige, würdest du mir bitte folgen? Natürlich. Wo sind wir jetzt? Jetzt hin. Oh Gott. Dies ist die zweite Etage der Devon Corporation. Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Nun ja, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir für deine Taten bin. Das Paket, das du uns zurückgebracht hast, darf ich dich bitten, es zur Werft in Graphic Boss City zu bringen? Es wäre fürchterlich, wenn es den Dieben erneut in die Hände fallen würde. kann ich auch diesmal wieder mit dir rechnen? Ach, da fällt mir ein, würdest du mich einen Moment entschuldigen? Was hast du getan? Unser Präsident würde gerne kurz mit dir sprechen. Komm bitte mit. Ich bin Mr. Trum, der Präsident der Devon Corporation. Ich muss etwas mit dir besprechen. Du hast unseren Mitarbeitern nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme geholfen. Du bist so außergewöhnlich, dass ich dir dich gerne um einen Gefallen bitten möchte. Ich weiß, dass du ein Paket zu Werft in Graphic Boss City bringen willst. Könntest du auf dem Werk nicht auch in Fausthafen hart machen? Und Troy in Fausthafen einen Brief von mir überbringen? Den Brief erhalten? Das Briefing? Nein, Spaß. Sakura packte den Brief in die... Ja, egal. Das war jetzt blöd. Nun sollst du wissen, dass ich ein einflussreicher Präsident bin. Und daher würde ich dich nie um einen Gefallen bitten, ohne eine Gegenleistung zu bringen. Deshalb möchte ich dir dies hier geben. Ein Pokénuff. Sehr schön. Dieses Gerät. Also ist ein Pokémon Navigator oder kurz ein Pokénuff. Ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden Trainer auf Abenteuerreise. Enthält die Karte von der Höhenregion. So kannst du ganz leicht herausfinden, wo diese Orte Fausthafen und Graphic Boss City liegen. Ich habe übrigens gehört, dass zwei fiese Kriminelle, Magma und Aqua, heißen sie glaube ich, überall nur Ärger verbreiten. Vielleicht solltest du ein Pause anlegen, bevor du dich wieder auf den Weg machst. Dankeschön fürs Aufhalten.
Nun, Sakura, sei vorsichtig und pass auf dich auf. Das mache ich, danke schön. Tschüss! Gehen wir wieder raus. Ja, wir können jetzt mit den ganzen Typen hier reden. Hey du! Oh wow, das ist ein Pokénov! Er ist das Resultat der Wissensbegierde unseres Präsidenten, der etwas über die Gefühle der Pokémon lernen möchte. Soll ich dir die Funktion im Einzelnen erklären? Ach was, du findest sie schon ganz allein heraus. Danke! Ich entwickle neue Arten von Pokémon, aber noch bin ich nicht sonderlich weit mit der Entwicklung gekommen. Das schwedische Team hier, Lea. Weil schon so Projekt mit das Manhattan-Projekt hier bei den Devon Corporation. Wir wollen ein Gerät entwickeln, mit dem wir Pokémon reden können. Mit dem wir mit Pokémon reden können. Durch das, keine Ahnung. Aber bisher waren wir nicht sehr erfolgreich. Und leer. Schön sauber alles hier, alle Mülleimer leer. Ich arbeite an einer Vorrichtung, die die Träume der Pokémon visualisieren kann. Aber so richtig geht es nicht voran. Aber irgendwie scheitert ihr alle so ein bisschen, ich weiß nicht. Was soll ich als nächstes entwickeln? Unsere Firma erlaubt es uns, unsere kreativen Fantasien Wirklichkeit werden zu lassen. Als Ingenieur kann man sich nichts Besseres wünschen. Das stimmt. Ich arbeite an einer Vorrichtung, die Pokémon aus Versehen wieder zum Leben erweckt. Und es klappt! Wow, übrigens hat einer Erfolg. Hey ihr, nehmt euch ein Beispiel daneben. So, gehen wir mal raus. Und du? Hi du da, du bist hier jederzeit willkommen. Das ist schön. Und die Empfangsdame? Hey, wenn Empfangsdame, was geht? Hallo und willkommen in der Devon Corporation. Wir sind die stolzen Entwickler von Medizin und Items, die das Leben bereichern. Klingt, als hätten wir dich die gestohlenen Devon-Waren zurückgehalten. Ja, in der Tat. Und wem? Wem habt ihr das zu verdanken? Wem, hä? Hey, was machst du? Ich habe ein neues Zubehör für den Pokémon entwickelt. Und es funktioniert großartig. Zeigst du mal deinen Pokémon, Sakura? Den du von unserem Präsidenten bekommen hast. Oh, hier bin ich schon, Sakura. Ich habe deinen Pokémon mit dem sogenannten Trainerruf ausgestattet. Trage deine Freunde und andere Personen in das Verzeichnis ein, dann kannst du mit ihnen reden. Du solltest auch unseren Präsidenten drum eintragen, Sakura. Probier's mal aus, ruf unseren Präsidenten an. Ja, rufen wir den mal an. Devon Präsident, Mr. Trump anrufen. Mr. Trump, oh, Sakura? Da du mich erreicht, scheint Pokémon zu funktionieren. Andere werden sich ebenfalls bei dir eintragen lassen, also versuch diese auch zu erreichen. Gut, gut, du machst ein glückliches Gesicht. Woher weißt du? Oh, da steht's. Woher ist das weiß? Na, weil ich am Fenster stehe und zu dir herunterschaue. Hahaha, bis bald, mach's gut. Der alte Mann ist mir zuwider. So, jetzt muss ich aber weiterarbeiten. Pass auf dich auf, Sakura. Das mache ich, aber jetzt gibt's für mich hier nicht mehr viel zu tun. Das heißt, wir werden jetzt erstmal wieder nach unten laufen. Oh, hey, Bricks. Oh, hey, Sakura. Dein Pokémon besitzt die Trainerruffunktion. Cool. Wir tragen uns gegenseitig ein, dann können wir jederzeit miteinander reden. Oh ja, mein lieber Bricks. Ich habe Mr. Bragg im Blütenburgwald gesehen, Sakura. Ich wette, er ist auf dem Weg zu seiner Hütte mehr. Sakura, wie sieht es mit deinem Pokédex aus? Meine ist eine Wucht. Zeig mir, wie gut du geworden bist. Ich werde dich jetzt testen. Jo. Oh, hast du ein Problem? Nicht genug Selbstbewusstsein und Vertrauen in dein Pokémon, was? Doch, ich will testen. Ich habe aus Versehen auf B gedrückt. Ja, ja, du wirst dich nicht zurückhalten, hast du schon erwähnt. Und Pokémon-Kampf beginnt. Jo. Und ja, Herausforderung von Bricks. Jetzt. Ja, Wingull. Wingull. Wingull, Wingull. Gegen Schwalbini. Der Schnabel dürfte jetzt nicht so effektiv sein, aber wir verwenden einfach mal Schnabel. Ja, ist ja ganz effektiv. Und nochmal Schnabel. Das kriegen wir doch klein, das Wingull. Das kriegen wir doch klein. Das kriegen wir noch sowas von klein. Ja, die Aquaknarre ist jetzt nicht so der... Ich nehme alles zurück. Aber egal, das Wingull ist besiegt. Das heißt, wir haben ein Level Up. Auf 13. Ist ja wunderschön. Und Flügelschlag. Flügelschlag. Ja, jetzt geht's los. Ja, der Heuler nicht, aber den Energiefokus könnte man noch in anderen Situationen eventuell mal benutzen, den Heuler aber nicht. Schwalbini erlernt Flügelschlag. Und geht Arbor, ja, da muss ich leider Schwalbini lassen, weil der ist ja im Vorteil, der Gute. Und du hast es noch nicht entwickelt, das ist ein Fehler. Ich weiß, das ist sehr effektiv und Pfund.
Aber jetzt Flügelschlag dürfte es besiegen und das heißt also im Grunde heißt es eigentlich noch ein Level Up. Level 14 Schwalbini, sehr schön. 200 oder? Es reicht nicht ganz. Es reicht nicht ganz. Du bist sehr gut. Und 900 Poker, hey, bist du reich geworden. Kennst du eigentlich Mr. Bragg? Den Typ, den ich getroffen habe? Du bist gerade erst hergezogen, daher weißt du dass das vielleicht noch nicht. Aber Mr. Bragg war mal Seefahrer. Doch, das weiß ich. Ich glaube, wir haben auch mit allen in der Stadt geredet. Außer jetzt hier im Pokémon Center. Außer mit dem einen Typen da oben, den haben wir geredet. Aber mit den beiden noch nicht. Und es ist jetzt auch nicht sonderlich spannend, also ich werde es jetzt auch nicht machen oder so. Ja, ansonsten... Hier waren wir noch nicht. Doch, hier waren wir. Ich erinnere mich. Und wenn nicht, dann ist mir jetzt auch wurscht. Okay, dann gehe ich mal. Jetzt kann ich mir auch das hier holen. Schnips und Schnaps und X-Treffer. Ja, braucht man nicht. Ist sinnlos, das Item. Aber kann man verkaufen. Ist eigentlich ja doch was wert. So, und hier oben war ja nichts. Jetzt gehen wir nochmal in den Blütenburgwald. Können wir mal hier den Zerschneider auch mal verwenden und gucken, was da hinten so los ist. Und wir könnten... Nee, nicht in den Beutel schauen, aber Pfiffchen mal an erster Stelle setzen. Dass der auch mal ein bisschen wieder Training bekommt. Genau, da fängt schon an. Ey, genau, gehen noch ein Pfiffchen, weil wir müssen unbedingt besser werden als Tackle. Da muss irgendwann eine gute Attacke mal her. Ich werde mich dann auch nochmal informieren, ab wann das Pfiffchen-Teil, ab wann das mal eine gute Attacke lernt. Entschuldigung. Oh, es ist schon wieder 20.15 Uhr bei mir. Beziehungsweise nach 20.15 Uhr, das heißt, wir werden gleich mal den Part wenden. Weil dann muss ich nämlich auch bald los. Ich habe nämlich schon noch gewisse andere Unternehmungen vor. Und hey du. Oh, hübsch. Das ist der Orden von der Arena in Metaverse City. Du siehst wie ein Trainer aus. Dann musst du dieses Item ausprobieren. Wundersaat. Oh, ich glaube, das ist ein tolles Item. Wir gucken gleich mal nach, was die Wundersaat so macht. Das ist ein Item zum Halten, soweit ich weiß. Nein, doch hier. Verstärkt Pflanzenattacken. Ich überlege recht. Ich habe keine Attacken von vom Typ Pflanze. Da hilft mir das wenig. Oh, pff, ich muss da hoch. Ein Superball. Aber es ist immer gut, falls wir mal einem Pflanzen-Pokémon begegnen, dann können wir die Wundersaat einsetzen. Und was kommt jetzt hier? Oh, ein Knilz. Ein Knilz. Haben wir noch nicht gefangen. Holen wir uns. Knilz, du bist unser. Komm her. Wir setzen Tackle auf Knilz und das Volltreffer, sehr schön. Pfiffchen, ich bin gerade echt stolz auf dich. Und dann mit dem Beutel her und... Pokémon los! Ja, ich weiß, wir müssen so langsam den Part beenden. Geht schon wieder irgendwie fast eine halbe Stunde, glaube ich. Bin mir nicht sicher, kann auch sein, dass nur 20 Minuten läuft. Toll, Knilz wurde gefangen. Yay! Und für Knilz, den Pilz, wurde ein Eintrag im Pokédex gemacht. Es ernährt sich am liebsten von feuchter, verrotteter Walderde. Wenn du nach einem Regenguss in den Wald gehst, kannst du viele Knilz auf Komposterden finden. Auf Komposterde finden. So. Nein, kein Spitzname, aber ich würde da gerne mal wieder abhauen. Ja, Wumpel. Level 5 Wumpel. Ich hab dich doch schon gefangen. Ja, Tackle. Nein, nicht vergiften. Nein. Nein. Das muss das sein, ne? Ja, ja, komm. Du scheiß Wumpel. Früher gab es noch Safcon und Hornlio. Da konnte nur Hornlio einen vergiften und Safcon nicht. Und jetzt können das alle Würmer. Ist voll unfair. Aber auch da haben wir... Ja, wir könnten jetzt Gegengift verwenden. Aber ja, komm, verwenden wir Gegengift. Damit wir da nicht alle 5 Minuten Schaden kriegen. Und da ist noch ein Item. Ein X-Angriff, die nächste X-Attacke, die wertlos ist und sinnlos ist und nur was gegen Geld bringt. Und ja, wir sind schon wieder hier in... Oh, ein Panik. Nee, doch, ein Panikon, ich wollte schon sagen. Ja, dann fangen wir das Panikon noch gleich mal. Heute wird ganz viel gefangen. Genau, mach Härtner umso besser. Jetzt kein Volltreffer. Pfiffchen, ich warne dich. Du bist so brav gewesen bisher.
Braver Hund, braver Hund. Nochmal, Tackle hält Paniko nicht aus. Deswegen Tackle bringt nichts, deswegen setzen wir gleich mal den Pokéball an. Pokéball los! Blip, klick, und es ist unser! Yo, Pokémon, Pokémon wurde gefangen. Nein, Panikon wurde gefangen. Und Panikon, das Kokon-Pokémon. Um von Feinden nicht entdeckt zu werden, versteckt er sich unter Laubbergen oder in Astgabeln. Auch abgefallene Blätter dienen ihm als Tarnung. Komisch, dass du dich so tarnen möchtest, aber uns trotzdem angreifst. Das ist irgendwo sinnlos, aber gut, was soll's. Und hier sind wir wieder auf Route 104. Genau vor Mr. Bragg's Haus. Weil der wird uns dann mit dem Schiff durch die Gegend transportieren und das wird lustig. Und das wird lustig und zwar vor allem im nächsten Part. Da läuft der Mann fröhlich durch die Gegend mit seinem PK, Pekon, PK, Moment. Peko, so jetzt hab ich's. Ja, dann werden wir nächstes Mal mit ihm reden. Ich danke euch, dass ihr wieder dabei wart bei einer Folge von Let's Play Pokémon Smaragd Edition. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr kennt das Verfahren, Daumen hoch. Abo da lassen, falls ihr noch mehr sehen wollt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier bei Nerdy Talk, den Nerdy Plays und Nerdy alles Mögliche. Euer Shadow sagt euch auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal und Servus.